Die Tour de France. Über 3600 Kilometer. Eine Tortur. Der Kampf des Radsports um Glaubwürdigkeit nicht minder anstrengend. Das sind die schönen Momente. Radsport, faszinierend für viele. Bilder wie diese werden weltweit gesendet. Aber was hinter den Kulissen passiert, dafür hatten sich lange Zeit nur wenige interessieren wollen. Manche Sportarten sind schlimmer als andere, aber an Radsport kam keiner ran. Es sollte doch eigentlich um ein Radrennen gehen und nicht um eine Pharmamesse. Die Nestbeschmutzer sind eben gerade nicht die, die auf das Nest zeigen, sondern die es schmutzig gemacht haben. Ich traue schon meinen Teamkollegen, ja. Ich kann aber auch nicht für jeden die Hand ins Feuer legen. Durch Betrug haben Radsportler lange Zeit viel Geld verdient. Ganz offenkundig wurde es erstmals 1998 bei der Tour de France. Festina-Skandal, Festnahmen, Razzien. Jan Ullrich und Co. erste Vorwürfe gegen das Team Telekom. Lance Armstrong gewinnt 7-mal die Tour, der Verdacht fährt immer mit. Blutbeutel von Radprofis bei Dopingarzt Fuentes. Und Jan Ullrich? Dass ich nach wie vor nichts mit diesen Sachen zu tun habe. Toursieger Landis erwischt. Es folgen halbgare Geständnisse. Ich mich kurz vor der Tour de France auch dazu entschieden habe, EPO zu benutzen. Ärzte der Uniklinik Freiburg, willige Helfer. Der Freiburger Sportarzt Schmidt gesteht, er habe Doping unterstützt. Patrick Sinkewitz fliegt auf. Als Konsequenz setzen ARD und ZDF die Übertragungen der Tour aus. Alberto Contador, positiv. Lance Armstrong vor Gericht, er streitet alles ab. Und dann seine große Beichte. This story was so perfect for so long. I mean, it's just this mythic, perfect story. Yes. And it wasn't true. Der saubere Sieger, nur ein Märchen. Colorado Springs, USA. Hier hat man an das Märchen schon lange nicht mehr geglaubt. Bei der Anti-Doping-Agentur der USA, der USADA. Das ist der Mann, der dem größten Lügner der Sportgeschichte das Handwerk legte. USADA-Chef Travis Tigard brachte Lance Armstrong zu Fall. In Zusammenarbeit mit staatlichen Ermittlern. Wir haben im Radsport eine Professionalisierung des Dopings vorgefunden, wie nirgendwo sonst. Es war perfekt. Von den Rennstellen bezahlte Ärzte, die halfen, das Kontrollsystem zu umgehen und bei der Dopingvergabe ans Äußerste zu gehen, um zu siegen. Und dann hat man Sponsoren akquiriert, die große Summen dafür zahlten, sodass diese Erfolge noch besser zu vermarkten waren. In so einem Ausmaß haben wir das nur im Radsport gesehen. We haven't seen anything like that. In Colorado Springs arbeitet auch der Anwalt Richard Young. Er hat für die USADA zahlreiche Insider aus dem Radsport vernommen. Young zeigt uns seine Beweisakten zum Doping. Sie dokumentieren das Ausmaß des globalen Betrugs allein in einer Sportart bis in die Jetztzeit. Wenn eine Sportart erst einmal diese rote Linie überschritten hat, wenn Athleten, die normalerweise nicht dopen würden, glauben, sie müssen es tun, um überhaupt eine Chance zu haben, dann gibt es keine Abschreckung mehr. Das Einzige, was dir dann noch bleibt, ist, du musst sie finden. Und in dieser Situation war der Radsport für viele Jahre. Und wie ist es heute? Auf der Suche nach Antworten sind wir in Frankreich. Pordic in der Bretagne. Hier lebt Antoine Vallée. Über viele Jahre war er als Betreuer etwa des Festina-Skandalteams so nah dran am Geschehen wie nur ganz wenige. Er bekam mit, wer dopte und wer nicht. Heute betreibt er die Vermessung des Radsports. Er sammelt Leistungsdaten von Fahrern, Geschwindigkeit, Größe, Gewicht und noch einiges mehr. Immer bei Bergetappen.
Ich habe Leistungsbereiche herausgearbeitet. Der grüne Bereich, in dem liegen Athleten, die nicht dopen, aber große Fähigkeiten haben. Über diesem menschlichen Bereich, von 410 Watt, kommen wir in den Bereich, den ich suspekt nenne. Zwischen 430 und 450 Watt ist dann der Bereich, den ich übernatürlich, also unglaublich nenne. Und alle Werte darüber sind unnormal. Das sind Mutanten. Seine Daten spiegeln die Doping-Historie des Radsports punktgenau wider. Er führt Statistiken, unterscheidet Leistungen von menschlich erklärbar bis zu den Mutanten. Immer kurz nach Skandalen, wenn die Teams verunsichert waren, wurden die Spitzenleistungen normaler, menschlicher. Etwa 1999, ein Jahr nach dem Festina-Skandal. 2006 nach dem Fuentes-Skandal. Flaute der Skandal ab, stieg die Leistungskurve wieder an. Die Geschichte gibt seinen Daten recht. Alle Mutanten wurden des Dopings überführt. Und 80% der von ihm als unglaublich bezeichneten Fahrer ebenso. In diesem Jahr, und das war echt interessant, da hat sich was getan. Die Fahrer, die vorher suspekte oder unglaubliche Werte hatten, waren nun im grünen Bereich von 410 Watt. Und die Fahrer, die bereits in diesem ersten grünen Bereich gefahren sind, konnten ihre Leistung ein bisschen steigern. In diesem Jahr waren alle eher menschlich und gleich auf. Ein Vergleich der Radsport-Epochen beim Aufstieg nach Otakamp. Wichtig, ein unglaublicher Fahrer kann bei besseren Rennbedingungen auch schneller als ein Mutant sein. Bjarne Riis 1996, laut Vallée ein Mutant, rot. Marco Pantani kurz dahinter, 94, immer noch Mutant. Jan Ulrich 1996, laut Vallée unglaublich. Noch schneller als Armstrong im Jahr 2000. Vier kaum fassbare Leistungen aus der Hochdoping-Ära. Es gibt einen einzigen Fahrer, der heute in dem Bereich gefahren ist, den ich suspekt nenne. Alle anderen Fahrer waren okay, die haben ganz normale menschliche Leistungen erbracht. Und wer ist das? Das ist Nibali. Vincenzo Nibali, der 417 Watt hatte. Er hat vier Etappen gewonnen und ist nur so über das Pflaster geflogen. Vincenzo Nibali, der Toursieger 2014. Aber den Protagonisten der Doping-Hochzeit wäre selbst der dominante Italiener mit dieser Leistung weit hinterhergefahren. Die Farbe Gelb für ihn, suspekt, so die Bewertung von Antoine Vallée. Der Radsport auf dem Weg der Besserung? Wir wollen wissen, welchen Wert solche leistungsdiagnostischen Messungen haben und reisen nach Kopenhagen. Zu einem der weltweit erfahrensten Forscher auf diesem Gebiet. Im Bispebjerg-Hospital arbeitet Bo Bellhage. Der Mediziner beschäftigt sich neben seiner Tätigkeit im Operationssaal intensiv mit Blutwerten von Athleten in Ausdauersportarten, vor allem dem Radsport. Er präsentiert uns seine Erkenntnisse. Die Blutwerte, Indikatoren für Doping, sind bei den Radprofis nach wie vor oft sehr hoch. Es gibt einen sehr klaren Zusammenhang zwischen Wattzahlen, körperlicher Leistung, Sauerstoffverbrauch und Blutwerten. Und diese Blutwerte sind nach wie vor sehr bedenklich. Ich denke, es wäre irgendwie sehr eigenartig, wenn wir jetzt sagen würden, es bewegt sich zwar auf dem gleichen Level, aber sie dopen nicht mehr. Weil wir doch wissen, dass das Doping hilft, zu solchen Werten zu kommen. Ich als Wissenschaftler würde sagen, hier läuft irgendwas Merkwürdiges. Wir können aus den Blutwerten zumindest nicht schließen, dass der Radsport nun sauber ist. Sein Fazit? Der Radsport befinde sich auf dem Weg der Besserung. Aber gesund sei er noch lange nicht. Aus deutscher Sicht ist er aber ziemlich erfolgreich. Das sind die Protagonisten von heute. Deutschlands beste Profifahrer. Allesamt in Diensten ausländischer Teams. Bei der diesjährigen Tour gab es 7 deutsche Etappensiege, so viele wie noch nie in der über 100-jährigen Geschichte der Tour de France. Marcel Kittel war allein 4-mal vorn. Und doch müssen Deutschlands neue Radstars damit leben, dass die dunkle Vergangenheit ihres Sports auch bei ihnen Fragen aufwirft. Haben Sie jemals verbotene Substanzen oder Methoden angewandt? Nein, habe ich nicht. Sind Sie jemals in Versuchung geraten? Nein, mir wurde das nie irgendwie angeboten in irgendeiner Form, dass ich jetzt verbotene Tabletten nehmen soll oder Methoden anwenden soll. Haben Sie sich manchmal die Frage gestellt, ob es in diesem Sport ohne Doping überhaupt geht? Ja gut, die Frage hat sich ja schon irgendwo gestellt, ja. Also
gerade als ich dann auch irgendwann die Möglichkeit zumindest aufkommen sah, vielleicht mal davon zu träumen zu können, mal Profi zu werden, kam mir dann auch diese Enthüllung heraus. Und dann fragt man sich schon, wie ist das eigentlich jetzt? Kann ich es eigentlich schaffen? Oder ist das wirklich alles so, wie es eben auch in den Medien dargestellt wird? Aber für mich war das letzten Endes dann auch eine Herausforderung zu sagen, okay, wenn ich die Möglichkeit habe, dann möchte ich es probieren, aber ich möchte es so probieren, dass ich den Sport sauber betreibe. Ein Fernsehauftritt in Saarbrücken. Marcel Kittel und John Degenkolb, der gerade bei der Vuelta von Sieg zu Sieg eilt. Man nennt sie die neue Generation. Ein Begriff, der suggeriert, die Nachfolger von Jan Ullrich und anderen haben mit Doping nichts am Hut. Sie sollen stehen für einen Sport ohne Lüge, für Vertrauen. Aber um Vertrauen warben auch ihre Vorgänger. Ich habe niemals Epo genommen und ich denke mal, ich kann meine Hand dafür ins Feuer legen. Dass ich nicht gedopt habe und dass mir auch kein organisiertes Doping aufgefallen ist. Mit Doping hat die Sache natürlich überhaupt nichts zu tun. Niemals mit verbotenen Substanzen. Warum sollen Zuschauer, Fans und Medien den Radprofis da ja heute glauben? Ja, genau, das ist der springende Punkt und das ist auch gerade die Zwickmühle oder diese Problematik, in der wir uns gerade befinden, dass ich jetzt hier sitze und in die Kamera lächle, aber im Grunde genommen sage ich nicht viel andere Sachen, die meine Vorgänger nicht auch schon gesagt hätten. Und ich kann einfach wirklich nur auf einer offenen Art und Weise versuchen, einfach das Vertrauen zu gewinnen. Der lange Schatten der Vorgänger. Wir haben bei vielen von ihnen Interviews angefragt. Alle angefragten Ex-Profis reagierten nicht oder sagten ab. Etliche ehemalige Doper sind indes heute noch im Radsport gut im Geschäft. Wie Rolf Aldag, Sportdirektor von Omega Pharma Quickstep. Bjarne Ries, der Chef des Tinkoff Saxo Rennstalls. Alexander Winokurov, Manager von Astana, dem Team des Toursiegers. Erst vor 4 Tagen gab es hier einen neuen Dopingfall. Wir möchten ja eigentlich zeigen, dass es besser geht, dass es anders geht. Wir möchten uns abgrenzen von der auch älteren Generation. Und wenn natürlich dann die alten Fahrer trotzdem immer wieder auch in Schlagzeilen geraten, weil es Verdächtigungen an irgendeiner Stelle gibt und dazu aber auch keinen Kommentar von deren Seite, dann hilft uns das nicht weiter, in dem ganzen Prozess einfach sich vorwärts zu bewegen. Profis wie Kittel und Degenkolb fordern ein strenges Anti-Doping-Gesetz in Deutschland, weil Doping ihre Sportart in Verruf brachte, sagen sie. Mit der Konsequenz, dass ihre Erfolge seit Jahren nicht live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden, weil ARD und ZDF aus der Live-Berichterstattung ausstiegen. Ich glaube, es war auf jeden Fall eine sehr harte Entscheidung, die aber trotzdem auch einen guten Grund hatte und am Ende auch richtig war. Also denke ich schon, dass das mit ein Auslöser war, um ein Umdenken zu erzeugen, wirklich da eine Sensibilität auch zu entwickeln und einfach den Leuten im Radsport, den Involvierten, ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergehen kann. Das war im Endeffekt wie ein Stoppschild und wir haben daraus auch gelernt und haben einfach, ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich einfach so wirklich sensibilisiert mit diesem Thema aufgewachsen bin. Der Glauben an einen Wandel im Radsport. Ist auch die Öffentlichkeit überzeugt? In einer repräsentativen Umfrage wollten wir wissen, wie die Deutschen zum Radsport und dem Dopingproblem stehen. Zum Beispiel, wie sich Doping im Radsport nach der Skandaltour 2008 entwickelt hat. 3% sind der Meinung, dass mehr gedopt wird als früher. 12% sagen, es wird weniger gedopt nach den Skandalen. 76% sind der Ansicht, es hat sich nichts verändert. Ist der Radsport in Sachen Doping mehr betroffen als andere Sportarten? 14% sagen, der Radsport sei vom Doping besonders betroffen. 82% meinen, im Radsport ist es ähnlich wie in anderen Sportarten. Die Live-Übertragung der Tour de France im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wünscht sich trotz der Doping-Problematik die Mehrheit, 51%. Nein sagen, 31%. Was aber wäre zu sehen? Radsport, der sauberer ist als früher? Während der Tour de France 2014 alle 700 Tests negativ. Sind die Betrüger cleverer geworden? Oder wird tatsächlich weniger gedopt?
besuchen einem der renommiertesten Kontrolllabore der Welt. Hans Geier hat jüngst eine Bewertung des Doping-Kontrollsystems des Radsport-Weltverbandes UCI vorgenommen. Die UCI hat zurzeit das beste Anti-Doping-Kontrollsystem überhaupt, macht die meisten Kontrollen pro Kopf, ja, hat sehr viele neue Methoden eingesetzt. Und ich würde sagen, auch von der Trainingskontrollintensität hat die UCI Vorbildcharakter. Ich würde schon sagen, man findet hier das beste Dopingkontrollsystem weltweit. Der Radsport heute anders? Was hat sich getan? In Aigle in der Schweiz sitzt die UCI. Hier treffen wir den Präsidenten Brian Cookson. Ein Brite, 2013 wurde er gewählt, nach einer Revolte gegen die damalige Führung. Etwas ganz Seltenes im Weltsport. Aber im Radsport war die Zeit dafür reif. Die Medien, das Publikum, die Fans, die Investoren, die Privatwirtschaft, die Regionen, die Etappenorte, alle wollten nicht in einen Sport eingebunden sein, in dem Doping aus ihrer Sicht weit verbreitet ist. Und leider war genau das der Zustand, in dem sich unser Sport noch vor wenigen Jahren befand. Hunderttausende zahlte Lance Armstrong nach positiven Dopingtests an die UCI. Seine Proben blieben geheim. Die UCI und ihr Präsident Verbrüggen unter Korruptionsverdacht. Armstrong siegte weiter, die UCI schüchterte Kritiker ein. Die UCI ging mit Whistleblowern immer viel, viel härter um als mit den Athleten, die gedopt hatten. Verbrüggens Nachfolger McQuaid kaum besser. Der Präsident sagte Dreckskerle zu Teamkollegen von Armstrong, weil sie es wagten zu sagen, dass Armstrong gedopt hatte. Ein positiver Dopingtest von Alberto Contador wurde von der UCI vertuscht. McQuaid aber durfte noch bis 2013 in seinem Amt bleiben. Es war klar, dass es Vorbehalte gab und einige sehr ernste Anschuldigungen gegen die UCI, dass sie zumindest mitschuldig daran war, Doping nicht konsequent genug zu verfolgen. Die Glaubwürdigkeit der UCI stand somit auf dem Spiel. Es wurde mir klar, dass der einzige Weg, da rauszukommen und eine Änderung zu erreichen, ohne Alternative war. Wir brauchten einen Wechsel in der Führung der Organisation. Eine Untersuchungskommission soll die Vergangenheit aufarbeiten. Im Januar 2015 werden die Ergebnisse veröffentlicht, sagt Cookson. Auffällig aber ist, dass auch er die Machenschaften seiner Vorgänger einst selbst kaum kritisiert hatte. Warum sollen wir ihm jetzt vertrauen? Was ist jetzt anders? Wir haben eine unabhängige Anti-Doping-Stiftung etabliert, die CRDF. Da gibt es keinen Interessenskonflikt. Ich bin nicht in deren Management oder Führung eingebunden. Die sind völlig getrennt von der UCI. Und doch sitzen sie nur ein paar Räume weiter. Sie bekommen ihr Geld teilweise von der UCI und vertrauen auf alte Führungskräfte. Francesca Rossi, die Chefin der neuen Anti-Doping-Stiftung, organisierte schon bei der UCI die Dopingkontrollen. Im Zentrum der weltweit jährlich 14.000 Tests der CADF das Blutpassprogramm. Doping kann so auch ohne Auffinden einer Substanz durch Auffälligkeiten im Blutbild entdeckt werden. Doch nach den Skandalen bleiben Zweifel. Können missliebige Ergebnisse noch immer vertuscht werden? Sobald wir den Vorgang an die UCI weitergeben, wird auch die WADA informiert. So ist immer eine dritte Partei dabei. Es muss außergewöhnliche Umstände geben, damit ein Fall, den unsere Experten als Doping einstufen, nicht verfolgt wird. Warum sie der WADA nicht von Beginn an Einblick in alle Unterlagen gewährt, will Francesca Rossi nicht sagen. So fehlt es weiter an vollständiger Transparenz und unabhängiger Kontrolle. Kritik am System gibt es auch von Topfahrern. Der Tour de France-Sieger von 2013, Chris Froome, twittert vor der diesjährigen Tour. Er sei enttäuscht, dass drei Tour-Favoriten beim Trainingslager auf Teneriffa nicht getestet worden seien. Chris Froome ist ja nur ein Fahrer. Wir haben eine Strategie. Und dazu gehört, nicht dort zu kontrollieren, wo man uns erwartet. Clevere Strategie oder naives Wegschauen, manchmal ein schmaler Grat. Montreal, Kanada, Sitz der WADA. Sie hatte den Radsportverband stets heftig kritisiert. Öffentliche Schlammschlachten, juristische Scharmützel.
Wie denkt man heute hier über den Radsport und seine Reformen? Wir sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den die UCI gemacht hat. Vor allem, wie sie ganz generell das Thema Anti-Doping in ihrem Sport heute angeht. Und nicht nur für den Radsport gilt. Die Zahl der erwischten Doper im Sport generell ist rasant angestiegen. Wer mehr und besser sucht, findet auch mehr. So wie im Labor in Köln. Dass hochgefährliche Substanzen im Radsport weiter im Umlauf sind, weiß man auch hier. Zum Beispiel die Substanz GB1516. Mit diesem Doping-Wundermittel können Muskeln viel länger Leistung bringen. GB1516 ist eine Substanz, die bereits 2006 aus der klinischen Entwicklung herausgenommen wurde, weil man schwerwiegende Nebenwirkungen, insbesondere krebserregende Wirkungen, festgestellt hat. Es ist ein nicht zugelassenes Präparat, was sehr wahrscheinlich auch niemals eine Zulassung erfahren wird. Nichtsdestoweniger haben wir in den letzten 2 Jahren mehrere Fälle, zahlreiche Fälle in Dopingkontrollen vorgefunden und alleine die Hälfte davon lag im Bereich des Radsports. Diese Radfahrer wurden damit erwischt und es kommen immer neue hinzu. Sie riskieren ihre Gesundheit, womöglich langfristig ihr Leben. Und ein weiteres Problem bleibt bestehen. Die Forscher können auch heute noch längst nicht jedes Doping entdecken. Alle Situationen, wo wir als Labor in der Situation sind, zwischen körpereigenem und körperfremdem zu differenzieren, obwohl beides vorliegen kann, sind besonders herausfordernd und eröffnen meistens nur ein sehr kleines Nachweisfenster. Im Klartext, selbst das beste Kontrollsystem und herausragende Wissenschaftler können die Doper oft nicht aufspüren. Deshalb sind sie wie hier in Florenz auf die Unterstützung der Polizei angewiesen. In kaum einem anderen Land verfolgt die Polizei das Doping so streng wie in Italien. Auf dem Weg zu den Doping-Sonderermittlern der Carabinieri. In Italien gilt das härteste Anti-Doping-Gesetz Europas. Renzo Ferrante, der Mann in Zivil, ist der dienstälteste Doping-Ermittler des Landes. Wir wollen wissen, was seine Fahnder in der Szene des Profi-Radsports herausfinden. Der Radsport ist sicherlich eine der Sportarten, die am stärksten Objekt unserer Ermittlungen sind. Er spielt eine gewichtige Rolle. Und nachdem die Dopingkontrollen effektiver geworden waren, versuchten die Radfahrer, Gegenmaßnahmen zu entwickeln, um sich gegen die Ermittler zu schützen. Es ist klar, sie mussten erstmal das Doping verringern. Heutzutage ist das alles viel raffinierter. Die Substanzen werden in geringeren Mengen eingesetzt. Ja, das ist heute ganz sicher viel raffinierter. Raffiniertes Doping, etwa mit kaum zu entdeckenden geringsten Dosierungen. Untersuchungsrichter erlauben es in vielen Fällen, Telefonate von Dopingverdächtigen abzuhören. Dank der breit gefächerten Ermittlungsmöglichkeiten haben die Carabinieri selbst bei jungen Rennfahrern kürzlich hochwirksame Dopingmittel gefunden. Die sogenannte neue Generation, zumindest offenbar in Italien, nicht dopingfrei. Beschlagnahmt auch in großen Mengen Wachstumshormon, wie hier aus Litauen. Versteckt unter einem Herzfrequenzmesser, der neue Geheimtipp, EpoZeta. Marktwert pro Spritze 1.000 Euro, sichergestellt bei dem Mechaniker eines Profiteams. Und selbst vor Substanzen, über deren Risiken heute niemand ernsthaft Auskunft geben kann, strecken Radprofis hier nicht zurück. Diese Substanzen gehören zum sogenannten Gendoping. Und die haben wir selbst bei Amateuren gefunden. Es geht hier um eine neue Generation von Substanzen. Innovationen aus der Genforschung. Das ist für uns ganz sicher eine Herausforderung. Denn oft gelingt es den Sportlern sogar, Zugang zu solchen Medikamenten zu finden, die noch gar nicht zugelassen sind. Das sind Medikamente, die sind sogar noch in der klinischen Testphase. Ob die Situation auch in anderen Ländern so alarmierend ist, weiß keiner. Denn dort ermittelt die Polizei bei weitem nicht so intensiv wie in Italien. Aber auf der größten Bühne des Radsports, der Tour de France, scheint die Doping-Debatte ohnehin niemanden wirklich groß zu stören. In Frankreich, aber auch vielen anderen europäischen Ländern ist das Interesse von Fans, Medien und Sponsoren ungebrochen. Anders als in Deutschland. Nachfrage bei der Telekom.
Sie hatte über lange Jahre das bedeutendste deutsche Profiteam als Sponsor getragen. Mit Jan Ullrich, Erik Zabel, Rolf Aldag und Co. Wie steht die Telekom heute zu einem Engagement im Profiradsport? Würde die Telekom heute wieder in den Radsport investieren? Nein, das würden wir nicht. Ich glaube, jedes Kapitel hat seine Geschichte. Für uns ist dieses Kapitel Radsport geschlossen. Wir sind jetzt sehr froh, im Fußball sehr präsent zu sein, dort einer der großen Sponsoren zu sein. Und das Thema Radsport wäre auch vor dem Doping-Hintergrund für uns kein Thema mehr. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. In Oberbayern denkt man ganz anders. Willi Bruckbauer ist der Chef des Küchengeräteherstellers Bora, der als einziger deutscher Hauptsponsor im nächsten Jahr ein Profiteam unterstützt. Aus Team NetApp wird Team Bora. Die kleine Firma hat sich gezielt für das Radsport-Sponsoring entschieden. Ich habe drei Pakete zur Auswahl gehabt. Ich habe drei Pakete verglichen, die vom Werbewert ähnlich waren. Und dabei hatte der Radsport mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Welche Art von Vertrauen haben Sie in das Radsport-Team? Weder das Team NetApp noch seine Mountainbikes-Teams, die er schon lange vorher hatte, wo er auch sehr erfolgreich war, hatten jemals einen positiven Dopingfall. Und ganz im Gegenteil, es gab nicht mal ein Gerücht dafür. Und das gibt mir schon eine gewisse Ruhe. Gleich nebenan im Fahrradladen. Geschäftsführer Ralf Denk ist zugleich der Chef des bisherigen Teams NetApp. Für ihn war es schlicht Kalkül, in dem Moment im Radsport aktiv zu werden, als dieser am Boden lag. Ich sah das dort so ein bisschen wie ein Investment an der Börse. Man darf ja nicht einsteigen an der Börse, wenn es teuer ist, wenn die Kurse oben sind, sondern man muss einsteigen, wenn es günstig ist und wenn die Kurse unten sind. Wie sicher können Sie sein, dass Ihre Fahrer sauber sind? Was haben Sie da für Möglichkeiten? Wir haben sicherlich die strengsten Verträge im Peloton mit einer DNA-Abgabe im Verdachtsfall, mit Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht und. Und es hat auch nicht jeder Fahrer bei uns unterschrieben, den wir wollten. Aber das ist so und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir eben hier ein klares Zeichen setzen. Teure Stars oder bekannte Namen wird es im einzigen deutschen Profirennstall wohl erstmal nicht geben. Er gehörte mal zu den besten deutschen Fahrern, Jörg Jaksche. Weil er auspackte, gilt er im alten Milieu noch immer als Paria. Seinen Sport verfolgt er noch immer intensiv. Geht heutzutage Radsport ohne Doping? Hätte er erneut zum Doping gegriffen, wenn er nach seiner Beichte zurückgekommen wäre? Ja, es war oder ist eine schwierige Frage. Habe ich mir selber auch oft gestellt, was wäre passiert, wenn ich zurückgekommen wäre. Weil am Ende des Tages hat sich nicht viel geändert bisher. Also in der Zeit zwischen 2007 und 2012 waren wieder diverse Dopingfälle von sehr großen Fahrern, die einfach dann den Schluss, kam bei mir dann der Entschluss zustande, dass ich wahrscheinlich vielleicht das auch hätte wieder mitmachen müssen, das ganze System. Einfach deswegen, weil man so als Quotensaubermann vielleicht von irgendeinem Team mal am Anfang die Hand gereicht bekommt. Aber spätestens im zweiten Jahr geht es dann um die Leistung. Und wenn die dann sagen, du, schön und toll mit deiner Geschichte, aber wir bezahlen dich jetzt eigentlich nicht, dass du so der Quoten-Cleane bist, sondern für Ergebnisse, dann schau mal, dass du Ergebnisse bringst. Und was hätte ich dann gemacht? Keine Ahnung. Die Versuchung zu dopen wird im Radsport bleiben. Das kritische Hinterfragen mancher Leistungen auch. Die Diskussionen der letzten Jahre haben Wirkung gezeigt. Das war ein wichtiger Weckruf für uns. Es ist nicht vorbei, es geht weiter. Die Fahnder machen es den Dopern immer schwerer. Ich hoffe, dass eben mit diesem Hintergrund die Zuschauer uns auch glauben können. Diese Grundeinstellung hat sich, glaube ich, schon ein bisschen verändert, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn dieser Druck von außen weg ist, dann wird sich wieder der Radsport auf diese Wege, auf die Pfade begeben, die er vor 10, 15 Jahren hatte. Da würde ich ihm sehr viel Geld drauf wetten. Auf seiner schwersten Etappe, dem Kampf um Glaubwürdigkeit, ist der Radsport schon weit gekommen. Gewonnen aber hat er den Kampf noch lange nicht.